Hallo und herzlich willkommen zurück, meine kleinen Fledermäuse, zu Let's Play Venetica. Wir waren letztes Mal hier stehen geblieben. Wir müssen hier rüber, glaube ich. Oh. Ja, wir müssen die attackieren, genau. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, wieso läufst du? Jetzt läufst du nicht mehr, okay. So. Ich glaube, das war nicht das Richtige. War das das Richtige? Ja, das war das Richtige. Okay, wenn wir jetzt hier stehen bleiben und die so attackieren, dann denke ich, sollte das auch was werden. Wir müssen da allerdings warten, bis hier unten die Nummer 5 und die Nummer 6 wieder total normal aufgeladen sind. So, das ist schon mal eins weg und das sind, oh, und das ist fast zwei weg. Der Mauergreifer noch gleich. Wir müssen auch noch warten, bis das Blaue nachlädt. Das lädt ja immer sehr, sehr langsam nach. Ja, das sehen wir schon. Ganz, ganz langsam. So, jetzt noch einmal. Und fertig. Ha. Oh, die geben uns aber kein Leder. Okay, da sind wir in den Hintergassen. Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, da war nichts, das wir kaputt machen konnten. Ich guck mal kurz auf der Karte. Sehen wir... Was? Wieso kann ich das jetzt nicht bewegen? Hallo? Manchmal dieses Spiel, wirklich. Okay, also auf der Karte müssen wir nochmal darüber. Das bedeutet, wir gehen jetzt diese Leiter hier hoch und dann die andere Leiter runter. Hier hatten wir uns ja schon um alles gekümmert. Ach so, da sind wir... Ja gut, dann können wir auch da hinten runtergehen. Ja, wir hatten uns ja hier schon um alles gekümmert gehabt. Das bedeutet, wir können jetzt einfach hier runtergehen. Wir sollten auch noch für Matteo den Schmiedmeister finden und die Schmiede finden, denn wir brauchen ihn, um uns eine Rüstung anzupassen. Ich kann nicht reden, tut mir leid, ich bin doof. Okay. So, jetzt sind wir einmal unten. Nochmal M für Map oder Karte. Ach so, mache ich da. Ah, okay. Okay, da ist ein grüner Punkt und da steht nur Haus dran. Wo bin ich denn? Oder bin ich der Punkt? Ach nein, ich bin hier. Okay, dann müsste ich einmal hier durch. Handelsvorsteher. Ach, ich weiß, wo das ist. Das ist da, ne? Okay, gut. Dann müssen wir noch hier runter. Da habt ihr mir ja den Tipp gegeben, dass wir dafür unser Schwert benutzen mussten. Ich würde natürlich jetzt gerne die normale Mission machen, aber wir wissen ja, oder vielleicht wisst ihr es nicht, aber ich weiß es, bei diesen Spielen muss man immer oder sollte man immer zuerst die Nebenmissionen halt, was war das für eine Taste? 8. Ach so, da ist der Rabe. Okay. Da wollen wir aber nicht hin. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Ja, sieht ganz, oh, da, nein. Da, an diesem Turm müssen wir, glaube ich, hoch. Dann gehen wir doch da direkt einfach mal hoch. So, Haus betreten, bitte, dankeschön. Ostturm, der untote Fürst. Also, der untote Fürst ist nicht hier, aber das, man kann das leider nicht lesen, das ist viel zu schnell. Wir müssen ganz nach oben, bis wir nicht mehr nach oben können, denke ich mal. Also dann hier. Genau, äußerer Bezirk betreten. Es steht hier schon dran. Das sollte richtig sein. Das sollte richtig sein. Hoffe ich. Ich meine, so weit waren wir ja noch nicht in Venetica. Das heißt, alles, was wir jetzt spielen, ist für mich neu, ne? Das heißt, es wird auch ein Weilchen brauchen, weil ich jetzt natürlich keine Ahnung habe, wohin. Normalerweise spiele ich ja mit euch immer Spiele, die ich selber schon durchgespielt habe. Das heißt, ich weiß, wo es hingeht, aber jetzt ist das eher so ein halb blind Let's Play. Kann ich hier irgendwas mitnehmen? Ich glaube nicht. Okay. Dann gehen wir doch einfach weiter. Ich weiß nicht, wie weit wir da entlang gehen können. Wir können ja einfach mal gucken, so lange wie möglich. Weil ich denke mal, wenn die hier sind, dann irgendwo hier... Oh, ah, guck da. Da. Okay, Moment. So. Eins. Oh, kaputt. Okay, da ist schon mal eins weg.
So, gucken wir mal kurz. Okay. Also wir sind hier, da ist ein Punkt, aber das haben wir glaube ich schon gemacht gerade. Da drüben ist noch was. Wie wir allerdings da hochkommen, ist natürlich die Frage. Warum ist da jetzt noch ein Punkt? Ich hab es doch gerade erledigt. Oh, ich wollte gerade sagen, bitte spring nicht runter. Wir sind nicht lebensmüde. Ach, jetzt ist der Punkt weg. Okay. Ach ja, da war der liebe Herr auf dem Dach hier. Tschüss. Einfach tschüss. Okay. Da drüben. Sehen wir das von hier? Ah ja, das sehen wir. Das ist das da. Aber wie wir da. Das nicht das andere. Da ist es. Moment, ich zeig's euch. Hier. Ich will gerade drauf zeigen, es geht aber nicht. Hier. Hier ist es. Hier. Okay. Aber wie kommen wir da hoch? Ah, guck mal, das ist eine Leiter. Und wie kommen wir auf dieses Dach? Ah. Das ist jetzt natürlich die Frage. Also die Leiter sehen wir hier. Ob das der einzige Weg ist, ist natürlich jetzt. Okay, gehen wir einfach mal hier weiter. Aber ich glaube, ja, da kommen wir nur zu dem Ratte hier oder wie auch immer der hieß. Was kann ich für dich tun? Ratte hat mir von dir erzählt. Über die Wegen dieser Mauergreifer. Hast du noch nicht. Ach so, das haben wir für den gemacht. Ja gut, dann müssen wir jetzt wieder zurück. Was ich übrigens vorhin auch noch gesehen habe, als ich rum. Taste? Welche Taste ist das? Okay, die da. Welche auch immer das war. Wir haben hier noch drei Punkte. Die sollten wir wahrscheinlich verwenden. So, Gesundheit, ja. Mentale Energie haben wir auch viel. Schadenenergie nicht so viel. Ich glaube, in der Gesundheit sollten wir noch mehr reinpumpen. Gut, wir gehen dann einfach mal hier rein. Turm betreten. Dann gehen wir da hoffentlich, wenn wir es können, gehen wir wieder raus und dann gehen wir darüber, wo wir hin sollen. Das kann ich nicht mitnehmen. Ich glaube, wir waren hier schon drin. Kann das sein? Kann das sein? Momentan ist es natürlich noch ein bisschen viel Rumgerenne in der Stadt, aber sobald wir die Nebenquests gemacht haben, sollte sich das ändern. Wir müssen jetzt einfach mal ganz hier runter, genau, bis es nicht mehr geht. So, dann zum äußeren Bezirk. Und, mir ist ein bisschen schwindelig. Und dann können wir jetzt hier rübergehen. Hallöchen, die Herren. Und tschüss. Genau, wir müssen darüber. Wir sehen die Leiter, aber wie wir da genau hinkommen, weiß ich gar nicht. Müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwie was finden. Irgendwie, irgendwo, vielleicht irgendwann die Zukunft haben. Brot. Ich verkaufe Brot. Okay. Da komme ich nicht durch. Okay. Dann einfach so. Okay, da hoch müssen wir. Wie wir da hochkommen, ich habe keine Ahnung. Absolut. Da ist eine Leiter, die ich runterschneiden kann. Ja, aber wie komme ich denn da hin? Da ist eine Tür offen. Wo geht sie in die Tür? Wo geht sie hin? Wassertor betreten. Probieren wir mal. Gucken wir mal, was passiert. Da ist eine blaue Tür. Ah, nein, da wollen wir nicht hin. Zumindest denke ich nicht, denn da können wir, glaube ich, nirgendwo hochgehen. Ja, da war ja alles kaputt. Oh, die liegt da immer noch. Ich wünschte, wir könnten ihre Sachen hier nehmen und die dann anziehen. Das wäre sehr schön, dass wenn wir ihre, was auch immer sie da anhatte, nehmen könnten. Können wir aber leider nicht. Sie sah ja ganz hübsch aus, finde ich. Aber okay. Okay, also das ist auf jeden Fall schon mal nicht, was wir suchen. Vielleicht das da. Oh. Oh Mist, ich habe meinen Zettel nicht. Einen kleinen Moment bitte. Ich hole kurz meinen Zettel. Okay, da sind wir wieder. Ich habe jetzt einen Zettel und einen Stift.
So. Das war falsch. Wollte ich aber auch. Also, dass es falsch ist. So. Gelb. Grün. Rot. Rot. Was war's das schon? Gelb, grün, rot, rot. Naja, ich brauch sowieso einen Zettel, also von dem her. Okay. Falls wir noch andere Häuser knacken müssen. Das sieht aber so nach einem Haus aus, ganz ehrlich, dass das einfach. Bitte, ich bin müde. Ja, sorry. Oh Gott. Oh Gott. Wer hat denn da gesagt, bitte, ich bin müde, wenn hier einer diesen Ding ist? Sag mal. Vielleicht war das das Ding. Können wir es kaputt machen? Nee, können wir nicht. Hier ist nichts drin. Also das weist schon mal darauf hin, dass wir hier richtig sind. Okay, Moment. Blau. Blau. Gelb. Gelb. Grün, rot, okay, blau, blau, gelb, gelb, grün, rot. Sehr schön. Siehst du, so viel einfacher geht's. Okay, einmal das hier einsammeln und Ruf, Mine, oh, Scheibenkleister. Aber die hat uns doch noch nicht mal wirklich gesehen, so wirklich. Wo ist die überhaupt? Ist die hier drin? Ja, wenn wir eh schon dabei sind. Ups. Okay. Oh, da ist die. Oh. Oh, und da. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ach, die putzt. Du schon, das ist so ein komisches Geräusch. Hallo. Sei gegrüßt. Guten Tag. Hallo. Ich möchte eigentlich zu eurem Dach. Habt ihr hier irgendwo was, wo ich ans Dach kann? Oh. Sei gegrüßt. Sei gegrüßt. Sei gegrüßt. Sei gegrüßt, meine Lieben. Seid gegrüßt. Hier sieht es ja ein bisschen unordentlich aus. Und was ist das überhaupt? Also so ein bisschen, ne? Ach, das muss es vielleicht sein dann. Äußere Bezirk betreten, aber es ist oben. Das bedeutet, hier kommen wir vielleicht raus. Hoffentlich, hoffe ich. Aha! Guck mal. Sehr schön. Jetzt natürlich hier hoch. Da geht es auch noch in ein anderes Haus rein. So. Wo sind die? Da sind die. Aha. Und. So. Und so. Es macht gar nichts, dass wir da kein Leder von kriegen. Wir haben hier genug Gold. Guck mal, da ist eins. Das eins in der Wand drin. Oh, böse, 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 böse. Ich glaube, da waren zwei in der Wand drin. Kann das sein? Ja, da waren zwei in der Wand drin. Wieder zurück zur Wand. Okay, dann haben wir jetzt doch ein bisschen Leder für uns. Ganz, ganz kleines bisschen Leder. Okay. Ich glaube, das ist das Letzte. Eins. Und. Zwei. Und. Ja, das war das letzte Haus, das wir getutet getan haben. Nee, Quatsch, nicht das Haus. Das war das letzte Dach, das wir. Das wir bestreiten mussten. Das heißt, wir können jetzt zurückgehen zu dem Ratte. Wir wissen ja, wo der ist. Das heißt, wir können jetzt zurückgehen zu Ratte. Oder nicht Ratte. Der Typ, der
uns von Ratte empfohlen worden ist und ihm sagen, dass das mit den Mauerngreifern fertig. Was? Wieso? Nein, geh weg! Oh, das ist bestimmt, weil ich was gestohlen habe. Ganz bestimmt. La 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 la. La 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 la. Der folgt mir ja immer noch, Mensch. La 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 la. Tut mir leid, ich wollte nicht stehlen. Wirklich nicht. Ah, fein. Okay. Ich kämpfe ja schon mit dir. Auch wenn ich ja wirklich nicht will. Okay. Ja, hat sich nicht gelohnt. Gut, jetzt müssen wir wieder hier rüber. Dann wissen wir ja jetzt, wo wir hingehen müssen. Nämlich hoch. Ach, die greifen mich nicht an. Das waren nur der. Komisch. Das ist wirklich komisch. Naja, wir müssen auf jeden Fall in die Herberge rein, dann ganz nach oben und dann mit dem Typen da reden. Der erinnert mich so ein bisschen wie so an so einen Pirat. Mit dem Piraten reden wir dann. Aber erstmal natürlich ganz nach oben. Ganz, ganz nach oben. Ganz nach oben. Oh, da ist hier jemand. Hallo. Oh, mit dem reden können wir nicht. Oh, der geht jetzt auch wieder. Er hat sich gedacht, wahrscheinlich, oh, soll ich hier überhaupt da sein? Keine Ahnung. Und dann ist er weggegangen. Okay. Hallo. Hallo, du da. Hallo. Was kann ich für dich tun? Ratte hat... Über die Mauer. Wegen dieser Mauergreifer. Hast du sie zerstört? Ich habe sie alle zerstört. Gute Arbeit. Jetzt können wir endlich wieder unserer Arbeit nachgehen. Ich dachte eigentlich, ich gebe dir ein paar Dukaten. Aber meine Männer haben etwas sehr Interessantes gefunden. Oh. Sie haben den Wachen aus ihrer Waffenkammer einige Waffen und Rüstungen entwendet. Ich werde sie dir zu einem guten Preis verkaufen. Okay. Hast du etwas zu verkaufen? Das haben wir schon. Gardistenpike. 24 Schaden, 24 Schaden. Ah, so gut ist es gar nicht, du. So gut ist es gar nicht. Und sauteuer ebenfalls. Ach, das kann man aber mit einem Schild haben. Okay, nehmen wir halt eins. Eins. So. Mehr kriegst du nicht. Ah! Das ist das... Falsche Waffe ausgerüstet. Das ist das, was der andere da hatte. Das sieht ja ganz okay aus. Wir ändern aber wieder zu dem Schwert. Schadet nicht, das zu haben. Moment. Okay. Das war es dann für diese Folge. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben, falls es euch gefallen hat. Vergesst nicht, mich zu abonnieren, um ein Teil der Fledermaus-Familie zu werden. Und vergesst nicht, in die Kommentare zu schreiben, warum ihr denkt, dass der Soldat uns angegriffen hat. Und ja, das war's jetzt von mir. Bis dahin, eure Käsekuchen. Tschüss!